Hundegesabbel mit Silvia und Gerd. Hallo und herzlich willkommen beim Hundegesabbel. Heute mit unserem Special Guest Dr. Ute Plaske-Berthold. Und natürlich Silvia Schulze. Ja, und auch mit mir, Gerd Schreiber. Hallihallo, ihr beiden. Hallo. Mensch, Ute, super, dass das geklappt hat und dass du dir Zeit für uns genommen hast. Total, total spitzenmäßig. Ich hätte richtig Lust dazu. Ja, das ist mega toll. Ich bin auch total aufgeregt ein bisschen. Total ein bisschen. Genau. Und wir haben ein paar Fragen in der Community gestellt und ich habe da 5 ausgewählt und dachte, damit fangen wir einfach mal an. Okay, ich bin gespannt. Ach, es ist gar nicht so schwierig, glaube ich. Also River Queen Aussies hat gefragt, was deine liebsten Reiseziele sind. Meine liebsten Reiseziele? Ja. Ah. Kreta? Mhm. Wales? Mit oder ohne Hund? Kreta ohne Hund? Wales und Irland würde ich gerne mit Hund machen. Ich war das letzte Mal dort, als ich hundelos war. Oh. Wann war das? Lange her. Lange her. Okay. Ja. Noch ein Reiseziel? Ansonsten halt querbeet Deutschland. Ich habe, weil es mit den Hunden eben so gut geht, innerhalb von Deutschlands sehr gerne Urlaub gemacht an der schönen Oder, bei Frankfurt an der Oder, also ganz im Osten, an der polnischen Grenze. Und aktuell ist es dann natürlich nicht mehr so schön. Und da ich mich ja im Moment um meine alte Mutter kümmere, kommt Verreisen überhaupt nicht in Frage. Mhm. Ja. Du hattest mal gesagt, dass du irgendwie Atlantikküste total cool findest. Ja, finde ich auch. Ich finde eigentlich sehr vieles cool. Da muss man sich immer entscheiden, was man machen kann, ne? Hunde oder Reisen. Ganz genau. Ja. Ja, dann hat Immi mit Balu gefragt, hast du eine Lieblingshunderasse und wenn ja, warum? Ich habe keine Lieblingshunderasse. Mag sie eigentlich alle total gerne. Ich persönlich für mich bevorzuge Hunde mit aufrechten Ohren. Kenne ich. Hat sich auch geändert. War aber früher auch mal anders, ne? Ich bin ja auch mit Schlappaufsteh. Ja, mit meinen Ritschis. Ja. Die waren toll auf ihre Art. Mhm. Aber inzwischen suche ich für mich persönlich doch schon was anderes. Und ich bin ja auch gar nicht so auf Rassen fokussiert, sondern ich habe ja auch gerne einen Mix um mich herum. Mhm. Ja. Dann fragt die Claudia Keller, glaube ich, CK Keller. Corinne. Oh, Entschuldigung. Was hättest du rückblickend auf deinen beruflichen Werdegang anders gemacht und warum? Ich hätte sehr viel früher mich um Fortbildungen in Bezug auf Erwachsenenbildung und Coaching gekümmert. Da bin ich erst ein bisschen spät drauf gekommen und habe dann die Seminare auch, ich denke, im falschen Bereich gemacht. Ich habe die nämlich ausgesprochen günstig bekommen in der Firma meines Mannes, im Management. Und ja, das hat was gebracht, aber an Betracht dessen, dass man doch extrem viel mit den Menschen arbeitet, hätte ich mich darum deutlich früher gekümmert. Aber das wusste man irgendwie auch noch nicht so. Ne? Hätte also vor allem früher meinen männlichen Kunden sehr geholfen. Aber so viele männliche Kunden haben wir ja gar nicht gehabt früher, oder? Ja, doch, es waren schon einige, aber die sind halt nie lange bei mir geblieben. Ich weiß heute auch ganz genau, warum. Und das hätte ich definitiv besser machen können. Mhm. Ja. Dann fragt Gewufft wie, wer war dein erster Hund? Ich habe gesagt, ein Boxer. Richtig, eine Boxerhündin. In den 70er Jahren. Ja. Letztes Jahrhundert, ne? Ja, ich habe mich daran erinnert, weil das war unsere Parallele. War bei mir ja auch so. Mein Kinderhund in den 70er Jahren war eine Boxerhündin. Ja. Und nochmal Corinne Keller, welche Begegnung hat dich nachhaltig bewegt oder beeindruckt und warum? Das ist eine schwierige Frage, weil das Leben ist ja vielschichtig und man bewegt sich in verschiedenen Sphären und Kreisen.
Und ja, also einfach ein ganz anderer Bereich, als ich den Franz Brüggen, Musiker, Blockflötist, das erste Mal live auf einem Konzert gesehen habe. Und der war so unkonventionell. Der hockte auf dem Stuhl mit einem krummen Rücken, die Beine übereinander geschlagen und hatte solche Töne aus der Flöte geholt, die ich vorher noch nie gehört hatte. Ich glaube, ich war 12 oder 13. Das hat mich extrem beeindruckt. Und ich habe mir vorgenommen, ich will auch so unkonventionell durchs Leben gehen. Ich will nicht Mainstream sein. Was dir durchaus gelungen ist. Ja. Ja, das war auch schon während des Studiums und meiner wissenschaftlichen Laufbahn war das auch schon so. Ich habe mich ja sehr interessiert für die klassische Zoologie, für Evolutionstheorie. Und es gibt verschiedene Ansätze, die Vielfalt des Lebens zu ordnen. Und da hatte ich mich auch für eine Richtung entschieden, wo Fakten wichtiger sind als Interpretationen. Und es war aber eine Forschungsrichtung, die sehr umstritten war. Was war das? Das war die Kladistik. Okay, sagt mir gar nichts. Ja, es ist sozusagen letztendlich das Gegenstück der funktionalen Verhaltensanalyse, übertragen auf Merkmale von Tieren und Pflanzen, um sie in einem Verwandtschaftsdiagramm anzuordnen, das auf faktenbasierten Füßen steht. Und nicht einfach nur auf Ähnlichkeit. Ja, und zurückführen lässt sich das tatsächlich auf ein Konzert eines Blockflötisten. Spannend, ne? Wie die Wege manchmal so gehen. Ja, ja. Ja. Ich aus dem technischen Bereich als Kraftfahrzeugtechniker, ja. Meister, und wir hatten ja mal gesprochen, dass da so viele Parallelen zwischen Autos und Hunden sind. Total, an beiden Schrauben, warum? Genau, und was die Analyse betrifft. Und ja, so schraubt sich das irgendwie durch die Gegend und durch die Welt. Ja. Super spannend. Silvia, das waren die Fragen, oder? Das waren die Fragen, damit sind wir fertig. Damit sind wir fertig. War schön, coole Fragen. Ja, fand ich auch. Ja. Wir sind jetzt ja alle nicht mehr 20. Knapp verfehlt. Knapp drüber. Wenn ich so rückblickend auf die Entwicklung des Hundetrainings blicke, dann finde ich, dass die Entwicklung so gerade in den letzten 10 Jahren ja immens Fortschritte gemacht hat, dass ganz, ganz viel sich verändert hat. Ich hatte meinen ersten Hund 2002 bekommen, den Spikey, und damals war Günter Bloch en vogue mit seinem Buch Der Wolf im Hundepelz. Nee, Wolf im, doch. Doch, Wolf im Hundepelz. Mhm. Und Jan Fennell war en vogue. Bücher haben wir verschlungen mit Rudeltheorien und so weiter. Und so rückblickend hat sich da ja ganz, ganz viel im Weltbild des Hundetrainings verändert. Machst du auch diese Beobachtung? Ich wäre ja nicht ich, wenn ich jetzt nicht klugscheißen würde. Ne? Ich denke, wir können uns überhaupt nicht die Geschichte des Hundetrainings angucken, weil Hundetraining ist nichts Einheitliches. Die Jean Donaldson hat das mal so schön gesagt. Die Welt des Hundetrainings ist ein buntes Zeltlager und jedes Zelt hat seine eigene Farbe bzw. seine eigene Flagge. Das heißt, ich denke, das, worüber wir uns heute Abend unterhalten, ist die Geschichte des äußerst lebendigen Zeltes des Lehrens über positive Verstärkung. Ja, weil das andere, die anderen Zelte, die sind immer noch da und die sind auch immer noch bewohnt. Nur gibt es halt nicht so viel Entwicklung. Boah, böse. Ja, stimmt. Silvia, wie bist du zum positiven Hundetraining gekommen? Über ein Ridgeback-Forum, in dem die Ute ganz viel geschrieben hat. Glück. Schritte im Internet. Ja, und das hat mich halt überzeugt. Und der Ridgeback eben, der nicht auf klassisches Training, meine Tonka ist da, das hat einfach nicht funktioniert. Ich habe das Jagdverhalten nicht unter Kontrolle gekriegt durch Unterdrücken und Durchsetzen und Rudelführung. Und das, was Ute geschrieben hat, hat mich einfach überzeugt. Es hat nur nicht funktioniert am Anfang, weil ich es nicht umsetzen konnte und weil es einfach Zeit braucht.
Aber du warst so überzeugend, dass ich gesagt habe, das muss einfach funktionieren. Das kann gar nicht anders sein. Und dann bin ich da dran geblieben. Ich bin ja auch davon überzeugt und war es damals auch, ja, dass das ein zielführender Weg ist. Und absolut. Dieser Weg, da hat es halt sehr viel Entwicklung gegeben. Aber es ist halt wirklich erstaunlich, wie langsam so Entwicklung verläuft. Ich bin ja seit den 70er Jahren letzten Jahrhunderts mit Tieren aktiv. Und bereits 1964 hat ein amerikanischer Veterinär, der Leon Whitney, ein Buch geschrieben, Dogs Psychology, The Basics of Dog Training. Und er hat dann schon geschrieben, ist eine gute Idee, vor der eigentlichen Belohnung einen erlernten Verstärker zu setzen, um die Verknüpfung zwischen dem Verhalten, was man wirklich will, und der Belohnung zu begünstigen. Das heißt, 1964 hat ein Tiermediziner aus den USA über Markersignale geschrieben. Und das Buch ist auch nicht irgendwie in den USA versandet, sondern das war sogar Preisträger bei irgendeiner Schriftstellerorganisation. War wirklich bekannt. Und ich habe das in den 80er Jahren in die Finger bekommen. Und ganz ehrlich, danach hat mich dann John Fennell oder das, was vorher war, definitiv nicht mehr interessiert. Ja, wenn man da gleich so in so einen Slot reingerutscht ist und vor allem ja auch mit deinem wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Ansatz, wo man ja nochmal einen anderen Blick drauf geworfen hat, ne? Also Dinge falsifizierbar zu machen, dass das überprüfbar wird, das Ganze. Hat dieser wissenschaftliche Background, du bist promovierte Verhaltensbiologe, ne? Ich bin Doktorin der Naturwissenschaften, ja. So den Blick auf das Hundetraining noch mal stark mit beeinflusst? Zu Anfang überhaupt nicht. Weil was hatten wir denn? Ich habe in den 80er Jahren habe ich studiert. Was hatten wir da? Wir hatten die Voice-Forschung. Wir hatten ganz viel Überzeugung, dass der Hund ein degenerierter Wolf ist. Also die Arbeit von Erik Ziemen und auch die Arbeiten von Konrad Lorenz, das war so das Vorherrschende. Und ich habe an der Freien Uni in West-Berlin studiert. Und da war es noch wichtig, dass man über den Tellerrand rausguckt. Und mein Tellerrand ist die Psychologie gewesen. Ich hatte mich für 2 Semester bei den Psychologen als Gasthörer eingeschrieben. Und dann habe ich ein bisschen Lerntheorie gekriegt. Ja, operante, klassische Konditionierung, die ganze Forschung darüber. Und das war das Rüstzeug für den wissenschaftlichen Blick auf Hunde. Was wichtig war, ist, dass man halt als Wissenschaftler trainiert wird, Hypothesen aufzustellen und sich zu überlegen, wie man diese Hypothesen überprüfen kann. Und das hat mir geholfen, auszusortieren. Und ich habe mir so vieles angeguckt, was andere machen. Ich bin bei all den großen Namen, bin ich auch persönlich gewesen, immer ohne Hunde. Und habe mir das angeguckt und ich habe es dann schlicht und ergreifend analysiert. Auf welchen Annahmen basiert das Ganze? Ja, kann man diese Annahmen in Hypothesen umformulieren? Sind die Hypothesen testbar? Ja oder nein? Und die Lerntheorie von Anfang an. Kann ich das, was empfohlen wird, was im Training gemacht wird, kann ich das lerntheoretisch begründen? Ist das zielführend, was rauskommt? Und also dann kam halt bei den meisten Grütze raus. Also diese disziplinübergreifenden Blickwinkel, den hattest du von Anfang an schon reingebracht. Ich frage deswegen, weil ich ja auch ab und zu mal Wissenschaftler habe, Ornithologen hatte ich letztens im Training oder auch Psychologen und so weiter. Und ich erlebe es immer wieder, dass dieses Runterbrechen auf das, was sie wahrscheinlich gelernt haben und eigentlich auch in ihrer Profession machen, dass denen das im Hundetraining nicht gelingt. Im Hundetraining ist das, ja, wir machen das halt so. Das ist vielleicht eine Frage der Persönlichkeit oder auch der Erschöpfung. Vielleicht hat man einfach im Freizeitbereich
einfach die Faxdicke und im analytischen Denken. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, aber mir macht es Spaß. Mir machen Analysen total viel Spaß. Und zu meiner Zeit im Studium war es eben wichtig, dass man ein gutes Fundament schafft und dass man versteht, was wissenschaftlich Arbeiten bedeutet. Und erst dann geht es in die Spezialisierung. Mhm. Ja. Und das hat mich wohl doch sehr geprägt. Ja. Zum Glück, total zum Glück. Mhm. Silvia, wie war das bei dir mit diesen wissenschaftlichen Denken, als du zu Ute gekommen bist? Konntest du da viel mit anfangen? Oder war das manchmal ein bisschen schwierig umzusetzen? Das war am Anfang eine harte Nuss. Das war so, also das ist halt schwer, das ist ja ganz neu und ganz anders, aber ich war halt an. Also das hat mich total interessiert und ich wollte vor allen Dingen das ja hinkriegen mit meinem Hund. Also das war mir halt wichtig und dann habe ich versucht, das zu verstehen und anzuwenden und weiterzumachen und da ist dann auch ganz viel schief gegangen und ich stand so oft fluchend im Wald und dachte, so ein Scheiß mit diesem verdammten Klicker und diesem Ritschbeck, der nichts essen will und überhaupt und habe dann aber irgendwie immer weitergemacht und dachte, naja, dann lese ich da halt nochmal was, ja, muss ja funktionieren. So war das. Ich war einfach stoisch dann, ich mache da mal weiter. Mit viel Fluchen, was ja keiner gehört hat. Durchhaltevermögen, ja. Das ist wirklich wichtig. Ja. Und heute ist es ja noch, also dass wir ja viel schnellere Wege haben als damals noch. Also auch das Training hat sich ja auch total verändert. Also das ist ja selbst die jetzt sich weiterentwickeln, haben ja den Stand, den ich bei dir vor 15 Jahren hatte. Ja. Also so, und dann sagen die, ja, wir bilden uns jetzt weiter, wo ich so denke, aber das sind wir doch schon wieder, das machen wir doch schon wieder gar nicht mehr. Oder, ja. Das finde ich sehr spannend, sehr beeindruckend. Auch, ich bin ja immer nur sporadisch bei Seminaren bei dir. Es ist immer wieder, dass ich denke, boah, mir qualmt der Kopf und was gibt es alles Neues? Und das habe ich halt bei anderen Referenten so nicht. Da ist auch ein bisschen was Neues dabei, aber nicht so eine starke Entwicklung und Veränderung und weiter. Also es ist ja nicht alles neu, sondern einfach weiterentwickelt. Ja, es baut ja alles aufeinander auf. Genau, und Leben ist halt Entwicklung. Ja. Und ich denke auch, dass ich persönlich mit Stillstand nicht so gut zurechtkomme. Mhm. Scheint so. Ich muss eine Dynamik sehen, weil ich weiß, das ist eigentlich das Normale. Leben ist Veränderung. Ne? Das ist ja auch das Faszinierende, wenn man dich jetzt ein bisschen länger schon kennt, dass du ja permanent, also mit Stillstand gibst du dich ja wirklich nicht zufrieden. Und wenn du etwas hast, was so ja, gut funktioniert, wird das trotzdem immer noch wieder auf den Prüfstand gestellt, nochmal weitergedacht, kann man es nochmal irgendwie verbessern, verfeinern, nochmal von einem anderen Blickwinkel betrachten. Und da bist du, glaube ich, so, also ich kenne keinen im deutschsprachigen Raum, die da an der Entwicklung mehr dran ist als du. Also ich finde es faszinierend. Ich will es halt einfach gerne wissen, weil wir arbeiten ja mit so verschiedenen Individuen. Jeder Hund, ne, ist ein Individuum. Die Bezugspersonen sind individuell. Mhm. Das heißt, das, was wir machen, muss individuell anpassbar sein. Mhm. Und das gibt so viel Stoff zum Gucken und welche Variationsmöglichkeiten gibt das? Und ich werde so oft gefragt, Ute, sag mal, welche Variante vom Geschirrgriff ist jetzt die richtige? Da muss ich mal fragen, meinst du Aufbau, meinst du Anwendung? Und meine Antwort ist immer, schau dir an, wie es in der Reihenfolge gemacht wird, macht es lerntheoretisch Sinn und werden die Kriterien eines Verhaltensunterbrechers erfüllt? Mhm. Und dann ist eine Variante vollkommen okay. Egal, ob ich die schon mal gedacht habe oder nicht. Ich bin doch nicht der Maßstab. Sondern der Maßstab ist immer lerntheoretisch sauber aufgebaut, tierfreundlich natürlich. Und gerade beim Geschirrgriff, ist es wirklich ein Verhaltensunterbrechen oder ist es ein verkapptes, verhaltensauslösendes oder sogar hemmendes Signal? Das wollen wir nicht. Und alles andere ist
Okay. Die Diskussion hatten wir heute auch beim Seminar. Welche Variante vom Zehnder-Kali-Spiel ist die richtige? Die eine macht das so und die andere macht das so. Und oder auch beim Anzeigeverhalten, wenn der Hund irgendwie lernen soll, keine essbaren Dinge vom Boden aufzunehmen. Was ist denn das jetzt? Und die andere Trainerin macht das aber so, wo ich dann auch mal versucht habe, ja, analytisch ranzugehen. Okay, was wollen wir eigentlich von dem Hund? Womit haben wir es da eigentlich zu tun? Mit angeborenen Verhaltensmustern? Und dann, welche Verhalten kann er in dieser Situation zeigen an Alternativen und dass es möglichst simpel ist und natürlich eine gute Trainingsgeschichte haben muss? Und dann bin ich auch auf das Beispiel gekommen, was mir mal gesagt wurde, dass jemand ein Sitzen aufbauen wollte als Anzeigeverhalten und ja auch immer das Handtuch mit rausnimmt. Und dann habe ich gefragt, wieso das Handtuch? Ja, der setzt sich ja nicht ins nasse Gras. Ich muss immer das Handtuch unterm Sitz, unterm Popo legen, damit er sich hinsetzt. Und das wollte sie dann als Anzeigeverhalten bei Giftköder oder bei Brötchen oder so einsetzen. Wie gesagt, ich glaube, das funktioniert so in Aber der total Praxis. süß und fürsorglich, Total, oder? total. Total. Herrlich. In der Praxis wahrscheinlich nicht anwendbar. Und dieses analytische Denken, das ja, finde ich total spannend, großartig, und eben nicht so in Rezepten zu denken, sondern okay, was haben wir da, worum geht es und was kann ich daraus machen? Und vor allem sich immer zu hinterfragen, wenn es nicht funktioniert hat, oder die Frage, warum hat es funktioniert? Na, dass man da das vielleicht noch mal wiederholen kann. Das ist cool, dass du das jetzt sagst, weil ich möchte noch mal in der Schleife zu Silvia zurückkommen mit ihrer Tonka. Es hat nicht funktioniert und sie ist einfach stoisch geblieben. Und ich habe dann reingeworfen, genau, immer schön dranbleiben. Das hat sich heute ein bisschen verändert, oder? Dranbleiben, ja. Aber wenn sich nichts verändert, schauen wir heute zügigst nach den Ursachen. Weil wir wissen, wenn wir wirklich einer Ursache von Verhalten ansetzen. Und wenn wir da beginnen, etwas zu verändern, das Verhalten, es muss sich verändern. Wenn ich beim Kontext was verändere, wenn ich bei den Konsequenzen was verändere, es muss sich etwas verändern. Es geht gar nicht anders. Und wir wissen heute, dass die Veränderungen sehr klein sind zu Anfang. Dass die halt bei einzelnen Dimensionen von Verhalten auftreten. Und da gucken wir frühzeitig. Wenn jemand sagt, es bringt nichts, dann wissen wir müssen genau hingucken. Und wenn wir sehen, ups, da hat sich wirklich nichts getan, dann gehen wir auf die Fehlersuche, ob wir irgendwie die falsche Intervention rausgesucht haben, ob wir nicht passend angeleitet haben, ob es Umsetzungsschwierigkeiten gibt. Aber wir wissen heute, die kleinen Veränderungen, die Steinchen für Steinchen dann zur großen Veränderung führen, die treten frühzeitig auf. Man muss sie halt nur sehen. Genau, aber das war damals, das habe Nein. ich wahrscheinlich auch noch nicht so gesehen. Und was ja jetzt echt viel einfacher ist mit, mach mal kurz ein Video, ich guck mal kurz rein. Also das ging ja damals so noch gar nicht. Nee. Und das ist ja viel, viel einfacher, dass man da auch helfen kann und sich das nochmal in Ruhe angucken kann und dann auch wirklich sagen kann, guck mal da, das hast du übersehen, da ist es doch. Ja, Smartphones sind großartig. Ja, großartig, genau. Stimmt, das kommt ja auch mit rein, ne? So in die Entwicklung des Hundetrainings. Ja. Die Technik, die wir nutzen können, um überhaupt Sachen zu analysieren. Wenn ich mich daran erinnere, meine erste Videokamera, inzwischen grauenhafte Qualität, ein Akku, der irgendwie 30 Minuten hält. Aber ja, und ein Bildausschnitt, der wirklich extrem klein war, weil halt der Weitwinkel fehlte bei dem Ding. Und dann habe ich mich immer auf dem Hundeplatz gefilmt und so Pylonen hingestellt, damit ich wusste, in welchem Bereich ich mich bewegen kann. Und die ganzen Videos habe ich gelöscht, weil die so peinlich waren. Ja, also die Technik hat uns wirklich sehr geholfen, auch den Bezugspersonen schneller helfen zu können. Da hat sich vieles getan. Was waren deine Anfänge, dass du vom Natur
von einer Naturwissenschaftlerin nicht in die Forschung gegangen bist, sondern ins Hundetraining? Ich wollte Kinder haben. Ich wollte Kinder haben und das ließ sich damals in Hamburg, ließ sich das nicht realisieren. Jobsharing gab es noch nicht. Und wir wollten gerne ein Kind haben und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich halt Pause und wir gucken halt. Und dann hat mein Ex-Mann inzwischen gesagt, okay, er geht dann auch aus der Forschung raus und der hat Karriere in der pharmazeutischen Industrie gemacht. Mhm. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Das war nicht so gut für unsere Beziehung, einfach weil es Charakterzüge zum Vorschein gebracht hat, die ich vorher nicht so an ihm kannte. Und dann ich dachte, okay, jetzt nehme ich meinen Hund, meinen ersten Ridgeback, nehme mein Kind und gehe allein in die große, weite Welt hinaus und ich werde jetzt Verhaltenstherapeutin für Tiere. Ich dachte, ich kenne mich gut mit Hunden, Katzen, Vögeln und so weiter gut genug aus und bin in die Einöde gezogen, nach Nordhessen, sehr ländlich, sehr dünn besiedelt. Habe da ganz großartig meine Praxis für Tierverhaltenstherapie aufgemacht und habe mich gewundert, dass einmal im Monat jemand kam. Und das waren meine Anfänge. Ausgesprochen mühselig, sich selbstständig zu machen mit dem zweijährigen Kind. Und dann habe ich aber relativ zügig gemerkt, dass eigentlich bei allen, also ich hatte Kunden mit Papageien, ich hatte Hundehalter, ich hatte Bezugspersonen von Katzen im Training und in der Beratung. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass eigentlich unabhängig von der Tierart Haltungsbedingungen und Umgangsstil häufig die Verhaltensprobleme erzeugen. Und über diese Erkenntnis bin ich gekommen, okay, ich muss die Leute in eine gute Hundeschule schicken. Mhm. Ja, ich muss den Katzenhaltern und den Haltern von Vögeln, ich muss ihnen helfen, die Haltungsbedingungen zu verbessern. Und dann habe ich gemerkt, dass es gibt keine guten Hundeschulen in dieser Region. Mhm. Und dann sage ich, okay, mache ich halt selber eine. So kam das. Also erst ein bisschen großkotzig als Verhaltenstherapeutin für Tiere angefangen. Sicherlich mit einem guten Hintergrundwissen, aber Gesprächsführung mit Menschen zu einer Veränderung des Denkens erstmal zu bewegen, du meine Güte, da war ich wirklich ein absoluter Grünschnabel und definitiv nicht gut genug. Und dann bin ich darauf gekommen, okay, die Leute brauchen eine gute Hundeschule. Also mache ich mal eine. Mhm. Wann war das? Das war, lass mich überlegen, der Adri ist 1992 geboren, 1994. Mhm. Wahnsinn, ne? Wie die Zeit vergeht. Ja. Was? Und dann so richtig mit Hundeplatz oder eben mobil draußen? Mobil, ich hatte nie einen Hundeplatz. Mhm. Also ich hatte dort eine Wiese angemietet, aber ohne Zaun. Da habe ich so ein paar Holzgeräte, eine Brücke und sowas aufgebaut für die Welpen, aber von Anfang an halt so, wie das Leben wirklich ist. Mhm. Und dann auch schon so mit dem Hintergedanken, dass die positive Verstärkung das Kernelement des Trainings ist, das Wohlbefinden des Hundes an erster Stelle stehen soll und man guckt, dass man das Verhalten entsprechend dann verändert, also die Bezugsperson anleitet, dass sie ihr Verhalten verändert oder das Umfeld so verändert, dass der Hund das kann. Ja, also mit Keksen arbeiten, das war das Allerwichtigste bei Hunden, die spielen. Natürlich auch mit Spielzeug. Mhm. Bei den Leuten, die wollten, mit Klicker. Das war ein schwieriges Terrain, das wollten viele nicht. Und alles andere, das kam so peu à peu. Und ich hatte einmal einen kleinen Ausflug, weil mich das Buch von Günter Bloch so beschäftigt hat. Und ich habe ihn auch mal auf dem Vortrag gehört und dachte, ja, also der weiß schon, wovon er spricht. Mhm. Ja. Und was ist, wenn der recht hat? Mhm. So, da kamen einfach diese Zweifel. Und dann hatte ich eine Kundin mit einem Ridgeback-Rüden, 72 Zentimeter hoch. Und die war der Dominanzhypothese auch nicht abgeneigt. Und dann dachte ich mir, okay, die will das.
ich probiere das jetzt einfach mal aus. Also wenn der das nächste Mal einen anderen Hund anpöbelt, wird er einfach auf den Rücken gedreht. Günter Bloch hat ja so eine schöne Anleitung gemacht, nicht? Mit der einen Hand auf die nähere Schulter drücken, mit der anderen Hand unter den Bauch durchgreifen und das hintere Hinterbein nehmen und dann drücken und ziehen gleichzeitig. Der Hund stand einfach nur da und hat geguckt, was seine Bezugsperson da unter seinem Bauch macht. Und nein, sie hat diesen Kerl nicht auf die Seite, geschweige denn auf den Rücken gedreht bekommen. Und dann dachte ich mir schon, okay, wenn jemand, der das unbedingt möchte, nicht hinbekommt und ich habe keine Lust, sowas zu vermitteln, nee, das kommt nicht ins Programm rein. Aber so diesen einen kleinen Schlenker durch das Buch von Günter Bloch hatte ich drin, aber das war ein Schlenker von 10 Tagen. Und dann war das Thema durch. Einmal ausprobiert. Ja, und diese Bezugsperson mit dem großen Ritschbeck hat dann gesagt, meinst du, wir könnten mit dem Klicker arbeiten? Großartig. Ja. Großartig. Ich wurde ziemlich schräg angeguckt. Also ich habe ja Spikey 2002 gekriegt und dann ja so schon mit Futter, viel Futter locken war dabei, aber eben auch auf dem Rücken drehen. Das haben wir dann auch auf dem Hundeplatz, wo ich damals war, dann auch immer fleißig praktiziert. Mit dem Border ging das denn. Spikey hat da nicht stehen geblieben und geguckt, sondern das haute dann hin. Dann hat mir jemand vorgeschlagen, mit einem Klicker zu arbeiten und dann, ich mit einem Klicker brauche ich doch nicht. Und irgendwie 1-2 Jahre später hat sich das Blatt dann gewendet, dank Undine damals, die mich da ja sehr, sehr unterstützt hat. Und dann stand ich dann beim Schäferhundverein mit einem Klicker. Und dann kam von der anderen Seite, das brauchst du doch nicht. Und dann habe ich gesagt, doch, brauche ich. funktioniert ganz gut. Und Spikey ist ja damals einfach ausgestiegen, hat gesagt, nee, mit dir spiele ich nicht mehr. Den Scheiß mache ich nicht mehr mit. Und war ein harter Schlag. mitzukriegen, dass der Hund nicht mehr einverstanden ist mit dem, was man da so macht. Und glücklicherweise habe ich es dann ja mitgekriegt. Mhm. Und über Undine dann den Weg zu dir gefunden. Undine hatte mir auf dem Seminar gesagt, sie geht zum Longieren zu einem Trainer, der noch nicht so ganz positiv ist, aber sie sagt, der hat Potenzial. Bring ihn mit. Bring ihn beim nächsten Seminar, bring ihn mit. Männer mit Potenzial, ne? Kann man gut gebrauchen. Ja. Das warst dann du. Ja, das war dann ich. Ja, du hast longiert tatsächlich? Ich habe longiert, ja. Mhm. Krass. Ja. Aber nicht mit rausschmeißen, sondern tatsächlich positiv. Also konnte rein und wenn er draußen war, dann eben belohnt. Und auch mit, ja, ich denke, ganz, ganz guter Führung dann. Und als Undine denn tatsächlich kam, war natürlich so richtig, richtig viel Druck drin. Aber ja, sie hat es gut gemacht und ich glaube, Tomte war das damals, den sie hatte, der hat es dann gut umgesetzt. Und naja, meine Hunde und Tomte, die haben sich halt super gut verstanden. Ja, und dann bin ich irgendwann bei dir gelandet. So verzweigt sich alles, ne? Ja, aber an die Anfangszeiten, wo man komisch angeguckt wird, auch weil ein großer Hund ein Brustgeschirr trägt, das kenne ich auch noch. Mhm. Ja. Kann man sich quasi gar nicht vorstellen. Ganz normal. Ja. Aber das war ja damals echt immer noch ein Akt für so einen großen Hund. Die war ja auch so lang, Brustgeschirre zu bekommen oder einen Hundemantel. Also waren immer alle zu kurz. Also die Größen, die ich bekommen habe, da fehlten immer 5 Zentimeter. Die meisten Ritschbecks waren Pferdedecken gut. Ja. Für die Ponys. Ja, das waren echt noch andere Zeiten, wie wir uns da durchwuseln mussten. Und das ist jetzt wirklich einfacher geworden. Wobei ich finde, der Trend ins Aversive, der hält sich einfach hartnäckig nach wie vor. Und ja. Es hat schlicht und ergreifend auch was mit den Persönlichkeiten zu tun, mit Weltanschauung, mit den Bedürfnissen. Menschen unterscheiden sich halt. Und ich habe immer das Gefühl, wenn so ein Trend
wenn der deutlich wird, dass es dann einfach einen Gegentrend gibt. Mhm. Es gibt einfach eine Wellenbewegung auf und ab. Und das hat etwas damit zu tun, dass Menschen halt unterschiedliche Persönlichkeiten haben, dass es Menschen gibt, die gerne auf Neuerungen anspringen, mhm. dass es Menschen gibt, denen das Angst macht und die dann halt eher konservativ bleiben und diese Veränderungen nicht wollen. Und wenn dann noch so dieses Weltbild dazu kommt, der Mensch ist die Krone der Schöpfung und die Tiere haben einfach zu parieren, dann kriegen die wir nie in unser Zelt. Mhm. Das mit dem Zelt ist ein schönes Bild, finde ich ziemlich cool. Ja, Jean Donaldson. Ja. Steine. Ja, ja. Wenn du so von Trainern inspiriert wirst, zum Beispiel von Jean Donaldson, ich weiß noch, dieses Video, was du mal gemacht hast, Kommando oder Signal, da hattest du ja auch Jean Donaldson erwähnt mit ihrem Buch Oh Behave. Mhm. Verhaltensfragen waren es, glaube ich, ne, auf Deutsch. Ja. Gibt's da weitere TrainerInnen, die sich irgendwo ja inspiriert haben oder dir so Meilensteine mit auf den Weg gegeben haben? Kay Lawrence. Mhm. Ich wirklich Kay Lawrence. Die verfolge ich ja auch schon wirklich sehr, sehr lange. Und das ist auch eine Frau, die analytisch denkt, für die der Hund als Hund im Mittelpunkt steht und steht nicht im Mittelpunkt das Verhalten, das ich haben möchte für den Sport oder das Verhalten, das ich haben möchte oder weghaben möchte, sondern für sie ist der Hund auch mit seinen Bedürfnissen steht er im Mittelpunkt. Mhm. Und sie hat mich halt einmal so beeindruckt, das war auf einer Pet-Dog-Trainer-Conference in Belgien. Mhm. Gab es mal eine Zeit lang, einmal im Jahr, das ist dann wieder im Sande verlaufen. Und bei der ersten, da waren so die ganzen Größen da, ne? Steve White. Mhm. Nur da war da Sue Sternberg. Susan Closier haben wir später kennengelernt. Und John Fennell war auch da. Mhm. Und spätestens da war die durch, oder? Also alle damaligen Trainergrößen sind auf die Bühne gekommen, die haben Vorführungen gemacht. Die sagt, her mit den Fragen, wir können diskutieren, dafür sind wir zusammengekommen. Mhm. Jan Fennell stellt sich in das Mikro, kein Hund, kein gar nichts, hat Auszüge aus ihrem Buch rezitiert und hat gesagt, Fragen interessieren Sie nicht. Oh. Und dann ist sie wieder von der Bühne runter. Während eine Patricia McConnell damit Hunden von Teilnehmern der Konferenz auf der Bühne rumgekaspert hat, um Lösungsansatz zu zeigen. Das heißt, die hat sich ja in die, sag mal, verletzlichste Position gebracht, die man sich als Trainer bringen kann, in einem fremden Land, ja, mhm. vor einem völlig unbekannten Publikum mit sehr viel Trainerpräsenz, mit einem völlig unbekannten Team, in einem wirklich schwierigen Kontext, irgendetwas herauszuholen, wo man mit dem Hund ansetzen kann. Mhm. Und wenn man diesen Vergleich gesehen hat, auch diese Freundlichkeit mit Mensch und Tier auf der einen Seite und dann dieses egozentrische, kalte und eure Meinung interessiert mich nicht auf der anderen Seite. Mhm. Ja, also spätestens da habe ich gewusst, jo, das ist mein Zuhause. Ja. Ja. Und da war eben auch Kay Lawrence und die hatte zuerst ihren Border Collie auf die Bühne geholt und hat halt ein bisschen Klickertraining vorgeführt. Und dann dachte ich, wie so viele andere auch, klar, Border Collie, oder? Das ist ja überhaupt kein Thema. Und dann sagt sie, ah, einen Moment, ich habe auch noch einen anderen Hund mitgebracht und kam mit einem Gordon Setter. Und er konnte exakt dasselbe wie der Border Collie und auch in einer rasanten Geschwindigkeit. Und dann hat sie gesagt, und das war auch noch für mich sehr eindrücklich, es ist nicht so, dass Hunderassen anders lernen, sondern die Unterschiede bestehen darin, was sie verstärkend finden. Und der Gordon Setter braucht einfach andere Verstärker als der Border Collie. Boah, das fand ich so beeindruckend. Mhm. Bahnbrechend, ne? Also so simpel,
Und doch so tiefgründig irgendwie, ne? Ja, wenn man nicht drauf kommt, ne? Also so als wenn man da so vorsteht, dann macht man halt mit Futter und der eine frisst halt nicht und das ist halt, dauert halt, bis man drauf kommt, dass man andere Sachen auch als Verstärker nehmen kann. Also das habe ich ja auch im Training, wenn ich dann sage, naja, dann lass ihn halt schnüffeln auf Signal. Aber erstmal müssen wir ja schnüffeln auf Signal bringen. Und das ist dann, also da den Bogen zu kriegen, wir müssen jetzt erstmal Dinge auf Signal bringen, damit wir sie danach als Belohnung einsetzen können. Das ist ja manchmal schon ein Schritt, der braucht, bis der Endverbraucher das dann auch versteht. Oder auch junge Trainerkolleginnen ja auch. Obwohl das ja so schnell geht, oder? Das macht ja nur Sinn bei Ja. Verhalten, die der Hund öfter zeigt. Ja, klar. Wenn er sie öfter zeigt, wir packen das Signal drauf, fertig. Ja, Ja. genau. Aber man muss es halt tun. Man muss es tun, genau. Genau. Und man muss die Bereitschaft dazu haben, ne? Ja. Und Genau, ich glaube. man muss ja hingucken, was macht mein Hund? Und es ist halt, ja, man muss mehr hingucken, was ich ja auch total spannend finde und ich gucke auch gerne hin. Und natürlich gehe ich auch gerne einfach nur mal so spazieren. Das kann ich auch total verstehen, dass man einfach nur schlendern will und nicht die ganze Zeit überlegen will, was will mein Hund jetzt machen. Ja, es ist halt auch wieder so dieser grundlegende Unterschied zwischen, ich will einen Hund, damit ich mich draußen besser bewege, damit ich überhaupt den Hintern hochkriege und rausgehe. Dann ist das Tier ja instrumentalisiert, oder? Die Leute sagen, ohne Hund gehe ich nicht. Der Hund, oh, dann muss ich. Und wenn die dann draußen mit dem Hund auch noch ein bisschen was machen sollen, ist das zu viel. Und dieser Blickwinkel, der Hund hat Bedürfnisse, der braucht Umwelterkundung unbedingt. Das ist ein vorrangiges Bedürfnis, fehlt halt in vielen Fällen. Dann ist es schwierig. Aber so mit dem Einfangen von Verhalten, das okay ist, das ist so einfach. Weißt du noch, als wir die Bessie bekommen haben und als dann so ihre körperlichen Probleme sich gebessert hatten, die hatte ja so einen irrsinnig großen Radius. Und die ist ja nur gerannt, 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 gerannt. Und mein Ansatz war, ich lasse die erstmal laufen. Dann marker ich rein, schönen lauten Klicker und nur verbal gelobt. Und sie kannte Klicker und sie wusste, dass da halt Futter kommt und Spielen kommt, ganz viele tolle Interaktionen. Und die rannte einen Kreis um mich rum und ich habe dreimal geklickt und habe sie verbal gelobt. Und dann blieb sie stehen, guckte mich an, sagte, und jetzt Kekse, Ball. Und dann hatte ich sie, ne? Dann habe ich sie wieder stehen. Habe ich dann die Kekse rausgeholt und habe mit ihr Ball gespielt. Und dann war das ganz einfach. Und heute noch das Wort, was ich für das Kreislaufen einsetze, ist jetzt auch für die alte Bessie, die wird ja bald 12, immer noch ein ganz hochwertiger Verstärker. Also zu Anfang gemarkert, um das Verhalten zu reduzieren. Klingt schon schräg, ne? Aber es ist ein Shaping-Prozess, nichts anderes. Und dann einsetzen als hochwertige Belohnung. Das geht so schnell und das ist so cool. Aber das ist das, was Silvia ja auch gerade sagte. Die Kundinnen und Kunden müssen dafür bereit sein, das verstehen zu wollen. Und wenn man dann in die Hundeschule geht und sagt, ja, ich will Sitz, Platz, Fuß und der soll ja kommen und der soll mich irgendwie begleiten, dann wird es schwierig. Silvia, hast du das? Also ich weiß ja, dass du viele, viele super Kundinnen und Kunden hast, die das wirklich auch leben und großartigst Total, ja. umsetzen. Wenn ich so an Marc denke, der denn da mit seinem Hund irgendwie durchs Geäst läuft und so weiter und zusammen einfach Spaß hat. Aber viele kommen mit einem anderen Ansatz, oder? Ja, ich verliere ja auch ganz viele wieder. Also da mache ich ein, zwei Termine und dann ist denen das alles zu kompliziert. Und weil denen auch dann einfach, also gerade wenn die problematisches Verhalten haben, die Hunde, und ich dann sage, es wird gehen und also für den Halter problematisches Verhalten, aber ich sage, dein Hund ist jetzt gar nicht gefährlich, der blinzelt, der hat weiche Augen, der ist gestresst, unterbricht da einfach mit Klickfutter und der bellt jetzt, weil er eigentlich mehr Abstand möchte und und dann gehen die halt spazieren und dann treffen die auf Halter XYZ. Und jeder von denen sagt dann, bist du bescheuert? Du kannst doch den jetzt nicht loben und den auch noch streicheln oder dem Futter geben. Und ja, dann bin ich die los. Ja.
Das ist dann so, weil man ja richtig trainiert. Und wahrscheinlich probieren die dann jemand anderen aus und haben ja auch erstmal den Hund dann komplett gehemmt. Dann muss ich halt warten, bis der Hund erwachsen ist, weil dann fliegt er den, also dann funktioniert es ja nicht mehr. Es ist ja weit verbreitet. Du bist nicht die Einzige, die Kunden verliert. Verliert jeder Kunden. Ja. Und ich bin immer so erstaunt, weil wir eigentlich alle auf unseren Websites deutlich kommunizieren, wie wir arbeiten, wo wir herkommen, was uns wichtig ist. Mhm. Und dann kommen die Leute und fallen aus allen Wolken. Also entweder können sie sich nicht vorstellen, was hinter den Worten steckt, oder sie haben noch nicht mal das Interesse aufgebracht, zu lesen. Mhm. Ja. Und dass sie dann überfordert sind, das ist kein Wunder. Ja, das ist halt schwierig. Mhm. Und ja, also ich habe es ja auch ganz deutlich drauf. Und manchmal sage ich auch, wollen Sie vielleicht noch mal meine Trainingsphilosophie lesen und sich dann wieder melden, wenn Sie das wirklich gut finden, bevor wir einen Termin machen, weil das Telefonat schon so schräg läuft. Mhm. Und dann weise ich da direkt noch mal drauf hin. Und das ist dann, manchmal kriegt es dann den richtigen Bogen und dann wird es auch gut. Und manchmal ist es dann auch aufgelöst. Aber ich denke, das ist dann für alle weniger Frust. Ja, auf jeden Fall. Das ist, also ich habe auch ganz gern Erfolg. Und ja, wer hat das nicht? Ja, genau. Also was bei mir nochmal wirklich sehr gut geholfen hat, ist der Ansatz, dass ich gerade Bezugspersonen, wo ich sage, ich glaube, die verstehen es nicht so richtig und die sind noch mit sich selber so im Widerstreit, weil also Umlernen ist ja für Menschen auch extrem schwierig. Und das Gehirn hält sich ja an die alten Inhalte fest. Und Umlernen kostet sehr viel Energie und das will es halt nicht. Diese Tagesbetreuung, die online-tägliche Betreuung, kleine Aufgaben erst einmal, 15 Minuten arbeiten wir nur zusammen im Online-Coaching. Und dann ist wieder gut und dann, ich lasse sie in ihrem Alltag machen, was sie machen wollen. Ich hänge mich da nicht rein, auch wenn ich manchmal denke, oh, da muss schnell was geändert werden. Aber es bringt ja nichts. Mhm. Und dann tauchen so die ersten kleinen Erfolge auf und dann kann ich so ein bisschen nachlegen. Das hat tatsächlich nochmal eine Verbesserung gebracht. Aber einmal in der Woche eine Stunde und sie dann quasi unbegleitet eine Woche lang in ihrem Alltag, in ihrem sozialen Umfeld laufen zu lassen, zum Üben, zum Generalisieren, das hat sich nicht bewährt. Mhm. Naja, dann hat man so seine eigene kleine Bubble, die sich dann da irgendwie gebildet hat. Ne? In sozialen Netzwerken macht das ja jetzt auch nicht unbedingt einfacher. Man wird ja auch mit Angeboten zugeschüttet inzwischen. Oh ja. Und jeder suggeriert natürlich gute Erfolge und 100% Garantie, wobei das schon mehr abschrecken sollte, als dass es anlockt. Aber ja, man muss es dann im Alltag umsetzen und da braucht es dann so ein bisschen ja einmal Durchhaltevermögen, vielleicht auch so ein bisschen die Einstellung zum Hund, dass man eben freundlich mit dem Hund umgehen will, dass man auch mehr auf das Wesen des Hundes gucken will und vielleicht auch das Wesen des Hundes erforschen möchte. Dass man so den kleinen Forscher in jedem irgendwie rauskitzelt. Ah. Ja. Ich bin ja gespannt, wo wir irgendwie in 10 Jahren stehen. Also die letzten 5, 6 Jahre auch mit Corona und Online-Training, das hat sich ja extremst nochmal verbessert. Die Techniken sind besser geworden. Das Know-how ist auch besser geworden. Wir konnten da vieles noch wirklich optimieren. Und wo stehen wir in 10 Jahren? Stehen wir da immer noch, dass die Menschen, Hundehalter, den Hund als Instrument sehen, rauszugehen? Oder kriegen wir es hin, ein Zusammenleben zwischen Mensch und Hund zu generieren, was mehr in Richtung tatsächlicher Tierhaltung ist jetzt schwierig zu sagen, Erforschung des Tieres Hund und gucken, dass es ihm möglichst gut geht. Ich hoffe ja, dass ich in 10 Jahren das Zuchtwesen modernisiert.
dass man endlich mal beginnt, Hunde zu züchten, die angepasst sind an die Bedingungen, die Menschen ihnen bieten in unserer Gesellschaft. Mhm. Dass wir aufhören, zu sagen, wir wollen Rassen erhalten, weil die sind so toll, ihnen aber ihr eigentliches Umfeld gar nicht geben kann. Und dann lebendige Tiere, die nur dieses eine Leben haben, genau wie wir, und die auch genau wie wir ein gutes Leben leben wollen, als lebende Museumsstücke behandelt. Ja, diese Rasse wurde früher dafür genutzt. Heute fristet sie in einer Dreizimmerwohnung mitten in der Stadt mit 3 kleinen Kindern ihr Dasein. Dass das endlich mal aufhört, dann werden wir auch, denke ich, einen großen Teil von problematischen Verhalten werden wir los. Das wäre jetzt nach all der Leistung im Vordenken, im Ausprobieren, im Umsetzen von vielen, vielen klugen Köpfen bei Trainern und Trainerinnen, dann wären jetzt einfach endlich mal andere dran, eine gute Arbeit zu machen. Mhm. Wir können das, was da versemmelt wird, was verschenkt wird an Chancen, das können wir durch unser Know-how, durch unsere Arbeit, können wir nicht auffangen. Und eine Kombination wäre ja großartig, ne? Das wäre toll. Also geiles Hundetraining, bedürfnisorientiert, auf das Individuum abgestimmt und individueller als wir heute trainieren, kann ich mir keinen Weg vorstellen mit individueller Beutefangsequenz, mit unserer Top-20-Liste, mit einer Kernaffektmatrix, die uns sagt, wo die Baustellen liegen und wo wir Potenzial haben und so weiter. Und das auf jeden einzelnen Hund abgestimmt. Also gar nicht so, wir trainieren jetzt Border oder Ridgebacks oder sonst irgendwas. Sondern auf jeden einzelnen Hund individuell mit messbaren Daten abgestimmt. Besser geht's eigentlich nicht mehr. In unserer Vorstellungswelt geht es nicht besser. Wer weiß, was noch an Möglichkeiten kommt. Aber für mich so, weißt du, die Entwicklung jetzt insgesamt in unserem Zelt ist ein großes Zelt. Ne? Durchaus. Und ist ein Zelt, wo man auch gut Party feiern kann. Wenn man dann einfach mal so Unstimmigkeiten weglässt, ist wirklich ein tolles Zelt. Diese Paradigmenwechsel stattgefunden haben. Der erste große Schritt war doch weg von der Rang-Idee, weg von der Rangreduktion als Allheilmittel. Der Hund macht Probleme, Grundgehorsam trainieren und Rangreduktion. Der Hund hat Angst, der Hund zeigt Aggressionsverhalten, der Hund zeigt stereotypes Verhalten, Grundgehorsam, Rangreduktionsprogramm. Man braucht doch nur das alte Handbuch zur Tierverhaltenstherapie von Henry Eskew angucken. Da war ja überall vorsichtshalber, also wir machen immer Gegenkonditionierung und vorsichtshalber Rangreduktion. Und als das ging relativ zügig, war das auf einmal weg vom Fenster. Das war richtig gut, das ging echt schnell. Und dann kam aber, es musste was kommen, weil einfach mit Grundgehorsam und Gegenkonditionierung ist es nicht getan. Das war ganz schnell zu merken. Und das war ja die Zeit, wo ich schon aktiv war. Und dann kam das Stressthema auf. Das war ein Paradigmenwechsel. Ja, wir machen den Tieren jetzt keinen Stress mehr durch die Rangreduktion, sondern wir gucken, wo sie in ihrem Leben Stressoren ausgesetzt sind und was man da tun kann. Und das war ja so die Zeit, wo das Buch erschienen ist von Moberg, Animal Stress. Das hat das Ganze angetreten, dann kam Turit Rugas. Ganz wichtige Frau gewesen für das Umdenken. Kann nichts dafür, dass dann das Stressthema so exzessiv genommen und bewertet worden ist und dass man dann alles, auch das, was Spaß macht, ist Stress. Das Tier darf keinen Spaß mehr haben. Das war dann natürlich keine gute Idee. Aber trotzdem, erstmal den Fokus auf den Stress zu legen, das war enorm wichtig. Und parallel dazu hat sich das Klickertraining weiter verbreitet. Und mit dem Klickertraining kam noch was anderes. Eine anspruchsvollere Fachliteratur. Das ist so ein wichtiger Punkt gewesen. Ja, aus den anderen Zelten war, was anspruchsvolle Literatur angeht, nicht viel zu erwarten. Und das ist alles auf Ratgeberniveau geblieben.
Aber mit dem Klickertraining kam die angewandte Verhaltensanalyse, kam die Idee, man kann ja auch mal ein Fachbuch gucken zu Animal Learning and Behavior, sowas. Und das hat einen Schub gegeben. Das ist ein Effekt vom Klickertraining gewesen. Nicht nur, dass es vielen Hunden besser ging, sondern auch, dass die Menschen angefangen haben, ein bisschen mehr Input für ihre Gehirne zu suchen. Und dann ploppte in Verbindung mit Stress und mit Lernen das Thema Bedürfnisbefriedigung auf. Zwangsweise irgendwie, ne? Weil man ja festgestellt hat, dass nicht alle Hunde super gut und immer lecker Kekse fressen, sondern dann irgendwie geguckt werden muss, okay, welches Bedürfnis hat der Hund? Und dann wird es ja schon wieder individueller. Ja, genau. Also unsere Top-20-Listen sind so in diesem Zeitrahmen sind die entstanden. Das war ja auch eine Entwicklung, damit zu arbeiten. Und dann, es geht weiter. Und das ist eben das Schöne, dass so das eine etwas anderes nach sich zieht. Und Fortschritt hat sehr viel mit Gesellschaft zu tun und mit Zeitgeist. Ob eine Gesellschaft überhaupt genug Reserven hat, sich freundlich um Tiere zu kümmern. Das kann ja, wenn es Menschen schlecht geht, spielt das überhaupt keine Rolle mehr. Ja. Ist ja auch verständlich. Ist verständlich, ja. Das muss man sich auch immer wieder sagen, diese Fortschritte, die wir erleben, haben etwas damit zu tun, dass wir die Ressourcen und den Raum haben, so über Tiere nachzudenken und über ihr Wohlbefinden. Ja. Und dann kam ja halt 2010 dieses Paper von Lauren Leotti und anderen, Born to Choose, geboren, um wählen zu können. 2010, ist 12 Jahre her, ein Schlüsselpaper, das zum Wohlbefinden eben mehr gehört als keine Bedrohungen, ausreichend zu essen, ausreichend Bewegung, sondern auch Entscheidungsfreiheit und Kontrollerfahrung. Und das hat dann dieses Denken losgetreten, wie können wir unseren Hunden im Leben und im Training mehr Kontrolle, mehr Auswahl, Entscheidungsfreiheit und vor allen Dingen mehr Kontrollfähigkeit zu geben. Und dann stehen wir heute da mit der Fülle von Start-Button, Exit-Target und so weiter. Was ja im krassesten Gegensatz zu Rangreduktionsprogrammen steht, wo man ja gesagt hat, dass Hunde nicht wählen dürfen, der Mensch beginnt das Spiel, der Mensch beendet das Spiel, gewinnt natürlich immer das Spiel, bloß keine Kontrolle überlassen, weil sonst regiert dann der Hund plötzlich die Welt, was vielleicht gar nicht so das Schlechteste wäre. das wäre das Gute. Und und es funktioniert, ne? Und die Hunde werden weicher und man kann immer mehr minimalen Einfluss auf die Hunde nehmen und es hat aber eine große Wirkung. Richtig, ja. Ja. Aber ich kann auch verstehen, wenn man einen Hund hat, der halt groß ist, stark ist, den man schwer halten kann, dass das echt Umdenken erfordert und auch Mut. Also die Menschen haben ja dann auch Angst, dass ihr Hund jemanden schädigen könnte und wollen das auch einfach weghaben. Also es ist ja auch unangenehm, so einen Hund zu haben, der vielleicht für jemand anderen gefährlich sein könnte. Ja, klar. Und dass denen das dann schwerfällt, wenn man sagt, lass dem mal mehr Freiheit und mach mal die Leine jetzt länger und bleib mal locker, kann ich schon nachvollziehen. Ja, aber weißt du, ich würde dann auch gar nicht so einsteigen, dass man sagt, gib dem mal mehr Freiheit, sondern ich würde das durch die Hintertür bei verschiedenen Übungen, würde ich das einfließen lassen. Ja. Ich würde es gar nicht so deutlich machen, ne? Weil der Widerstand, wie du schon sagst, der ist vorprogrammiert. Total krass. Ich bin wirklich gespannt, wo wir in 10 Jahren stehen und vor allem, was wir jetzt noch gar nicht wissen, was wir wissen könnten in Bezug auf Tiertraining, was man da noch machen kann. Ich hatte vor ein paar Jahren hast du ja die Kernaffektmatrix mehr und mehr adressiert und ich habe dann ja in meinen Unterlagen mal geguckt, seit 2011 kenne ich die. 2011 habe ich die in meinen Unterlagen und es hat wirklich da nochmal Zeit gebraucht, um das dann irgendwie einzusortieren. Wozu kann ich das überhaupt benutzen? Und ich glaube, dass da noch ganz, ganz viele Schätzlein so in unseren Bibliotheken schlummern, wo wir noch keine Querverbindungen irgendwie hergestellt haben.
Die Querverbindungen sind wichtig und das heißt, man sollte viel lesen und man sollte sich auch von Namen nicht abschrecken lassen. Also zum Beispiel die Kernaffektmatrix kommt ja aus einer Richtung, wo über Emotionen anders gedacht wird als zum Beispiel Panksepp. Ja, also für mich ist der Neurobiologe, klar, ist für mich das Highlight. Sein Modell von Affekt und Emotionen, das hat mich angesprochen, einfach weil er Neurobiologe ist. Das ist Verwandtschaft. Ist derselbe große Stall, ne? Und die Argumentation ist für mich schlüssig gewesen. Aber wenn jemand nicht aus der Neurobiologie kommt und Emotionen ist ja wirklich ein schwieriges Thema, Emotionen bei Tieren, es gibt halt verschiedene Hypothesen. Und das ist für mich mit dem wissenschaftlichen Hintergrund überhaupt kein Problem, wenn es verschiedene Hypothesen gibt. Ich gucke mal dann, wie bei den anderen die Hypothesen, wie die begründet werden. Und ich habe mich durch das Buch von der Barrett, heißt sie, gequält. Auch durch ihre früheren Papers, die sind wirklich schwierig geschrieben. Aber das, was ich grandios fand, ist die Kernaffektmatrix. Da bin ich fündig geworden und sagte, wow, damit kann man arbeiten. Das ist ein Tool, das ist die Ergänzung zur Top-20-Liste, weil die aversive Seite eben auch berücksichtigt wird. Und wenn man so in seiner kleinen Blase bleibt und sagt, das Buch lese ich nicht, weil das ist halt, da hat er vertritt eine missliebige Meinung und das schaue ich mir nicht an, dann verpasst man solche Gelegenheiten. Absolut, absolut. Ja. Ute, ist dir eigentlich bewusst, wie sehr du das Hundetraining im deutschsprachigen Raum beeinflusst hast? So, also ich denke mal nicht, dass es jetzt irgendwie dein Plan war, als du mit Hundetraining angefangen hast. Aber der Einfluss, den du, den Kumkane und damit natürlich auch viele Multiplikatoren so auf die Community gemacht haben, ist schon immens, oder? Ich weiß es nicht. Also ich stecke da ja halt mittendrin. Ich kriege das öfter gesagt. Ich sage, das ist schön. Aber immer, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich habe früher deine Beiträge im Ritschbeck-Forum gelesen. Meine Güte, so 2000, 2001 und heute kommen sie wegen meiner Beiträge damals. Dann merke ich schon, ja, okay, sind etliche aus dieser Zeit, sind dann auch Trainer, Trainerinnen geworden, sind halt die Multiplikatoren. Aber ich meine, andere haben natürlich auch einen riesigen Einfluss. Total, total. Mhm. Was ich aber so faszinierend finde, und ich glaube, das macht den Einfluss auch aus, eben dass du keinen Stillstand kennst. Mhm. Dass wenn es irgendwo Probleme gibt, dass du wissen willst, warum es die gibt und wie man die lösen kann. Und dass du eben aus verschiedensten Bereichen der Wissenschaft Einflüsse mit aufnehmen kannst, zum Beispiel die Kernaffektmatrix, wo du sagst, okay, das ist eigentlich ein Bereich, eigentlich gar nicht so die Richtung, die ich gehen will, aber das ist cool, da können wir was mit anfangen. Und diese ganzen Querverbindungen mit reinzubringen, zu ziehen, zu entwickeln, ich glaube, das hat so allgemein das Hundetraining ziemlich nach vorne gebracht. Und jetzt hake ich da nochmal nach. Das passiert natürlich auch auf anderen Bereichen. Teilweise wird es anders benannt, auch aus einem amerikanischen Bereich, wo man Konzepte wiederfindet, die dann auch sind. Und dann spricht man irgendwie mit unterschiedlichen Begriffen, aber von ein und derselben Sache. Und das hat doch total viel Faszination inne, weil es ja Wahrheit signalisiert oder Wahrheit beinhaltet. Wenn mehrere Leute zur gleichen Zeit oder ungefähr zur gleichen Zeit auf dieselben Ideen kommen, dann muss da ja was Vernünftiges hinterstecken, oder? Ja, oder sie bewegen sich in denselben Kreisen und kriegen von denselben Quellen Input. Oder so. Oder so, ne? Ja. Ich habe mit dem Begriff Wahrheit, ich habe Schwierigkeiten damit. Mit dem was? Mit Wahrheit. Mit Wahrheit. Mit Wahrheit. Was ist Wahrheit? Ja. Ja.
ändert sich. Oder wenn, man könnte sagen, wenn ein Konzept immer wieder aufgegriffen wird oder wenn an verschiedenen Orten annähernd zur selben Zeit ein Konzept auftaucht und beibehalten wird, dann ist dieses Konzept hilfreich. Oder so. Es bewirkt etwas. Mhm. Damit kann ich gut leben. Mit Wahrheit ist kein guter Begriff. Ja, stimmt. Zumindest nähern wir uns an. Genau. Wir nähern uns an, ja. Wir nähern uns an. Cool. War ein schönes Gesabbel, oder? Ja, total toll. Ja. Total toll. Und wer weiß, wenn wir denn etwas ergrauter in 10 Jahren uns nochmal wieder treffen, worüber wir denn, weißt du doch, damals, als wir gesammelt haben. Ich wollte gerade sagen, wir hatten ziemlich viel Rückblende, nicht? So wie wir uns kennengelernt haben und was da war. Mhm. Und das ist ja eigentlich das Kennzeichen, dass man alt geworden ist. Hm. Wenn man so Erinnerungen weißt du noch. Ja. Aber auf der anderen Seite sind das halt einfach Ereignisse, die was bewirkt haben. Mhm. Ja, und Erfahrung, ne? Erfahrung und ausprobiert, was nicht funktioniert und was funktioniert und das dann entsprechend immer weiter entwickelt. Ja. Sehr cool. Ist jetzt gar nicht abgesprochen. Ute, möchtest du unseren Zuhörerinnen noch was mit auf den Weg geben für sie und ihre Hunde? Spontan. Auf das vertraute Tier jeden Tag einen neuen Blick haben. Sich nicht fokussieren auf das, was gerade nicht gut läuft, sondern gucken, wo sind die Stärken meines Tieres? Wie kann ich das stärken und vor allen Dingen zusammen Spaß haben. Wir haben alle nur dieses eine Leben. Das sind schöne Worte. Das reicht jetzt auch. Ja. Wunderbar. Dann kommen wir zum Ende. Silvia, vielen, vielen Dank. Ute, vielen, vielen Dank. Das war nett mit euch. Ja, vielen Dank. Ja, und dann bis zum nächsten Mal im Doggies Hundegesabbel. Letzter Versprecher noch am Ende. Also, ja. Tschüss. 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 Versprecher, nicht? Sprechen ist Verhalten und Verhalten variiert. Das ist so. Hundegesabbel mit Silvia und Gerd.